Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge DayZ Stand Alone. Ich bin noch die putzige Rauchgranate. Ja, gestern verreckt. Schlechtes Huhn gemampft. Nicht gut. Und, aber wir 22er, die passen da nicht rein. Schade. Dann könnten wir nicht Swap weglegen. So. Aber wir werden jetzt weitermachen. Lassen uns nicht ins Boxhorn jagen. Und werden wacker weiter survivalen. So. Wir sind aber schon wieder. Ups. Wir sind schon wieder unterwegs. Ich habe vorhin eine Aufnahme angefangen und schlauerweise hat es dann geklingelt am Telefon. Ich musste unterbrechen, habe aber die falsche Taste gedrückt. Egal. Also nochmal von vorne. Deswegen habe ich jetzt schon ein bisschen Equip. Der letzte Server hat auch, so wie mir scheint, wie dieser hier, extrem geleckt. War also alles ein bisschen schlecht. So. Da war nur Handschellen. Aber der sieht besser aus. Entschuldigung, den tauschen wir aus. Haben zwar noch keine Plempe, aber schon mal einen Slot, wo wir das reinpacken können. So, ich hatte unterwegs ein paar Äpfel gefunden. Die habe ich gemampft, bin deswegen gar nicht so schlecht unterwegs. Moment, und wir werden ein bisschen looten, aber mein Ziel ist eigentlich mal hier wegzukommen. Zombie-Mann. Gucken, ob er mich gesehen hat. Nö. Ich können wir uns ja unbemerkt anschleichen und ihm direkt eine auf die Omme geben. Ah, da sieht man, die Axt ist nicht so gut wie die Feuerwehraxt. Das heißt, der Treffer eben war meines Erachtens eigentlich schon auf dem Kopf. Und er ist nicht gleich umgefallen. Oh, guck mal hier. Besser als nix. Die werden wir auch kaputt schlitzen. Oh, eine Plempe. Eine Makarov. Die nehmen wir auch mal mit. Da werden wir die chambern können. Die passen da nicht rein. Dann können wir die Makarov auch rausziehen. Na, ein Schuss. Es fehlt immer noch so ein bisschen an Magazinen. So, ein bisschen was haben wir gefunden. Jetzt hauen wir aber ab. Kein Bock mehr hier rumzurennen. Und ein Rucksack wäre schon noch was, ne? Was haben wir denn da? Eine Mütze, aber das sieht so aus. Ein Grafikteil. Da ist nichts. Ja, wir laufen einfach mal. Hat schon wieder Hunger. Das gibt's ja nicht. Na, wir haben ja matschige Dosenspaghetti. Der zieht die erstmal rein. Hydrated ist er noch. Hunger ist auch weg. Jetzt laufen wir los. So, und zwar, wenn wir in diese Richtung laufen, kommt man eigentlich
wie heißt das, Olscha, Erfid Olscha vorbei. Bin ich aber schon mal gewesen, seitdem ich jetzt wieder aufnehme, und da lag mal so überhaupt gar nichts. Von daher ist das nicht so sehr begehrlich. Aber wenn man auch auf der Straße hier, also Küste rechts lässt, läuft man an die an so einer Küstenstadt vorbei. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, wenn es die noch gibt, aber ich denke schon, war eine ziemlich große Stadt. Und da werden wir ein bisschen looten und dann von da aus quasi von hinten rum an das Nordwest-Airfield. So, man plant das immer so schön, aber wer nichts zu fressen findet, der nicht weit kommt. Aber immerhin ist warm, hat ein bisschen was gegessen. So, an die Elite Dangerous Zuschauer. Heute gibt es einen kleinen Nachtrag im Video. Das heißt, es wird zwei Folgen geben. Oder eine A und B. Oder Teil 1, Teil 2. Ich habe nämlich was herausgefunden, wie man seinen Rang bei der Föderation relativ schnell steigern kann. Also wer da auch Elite Dangerous guckt, hier mal kurz der Hinweis darauf. Aber wir machen jetzt hier weiter. Was wir auch mal machen können, da war ich schon lange nicht mehr, ist zu dem Schiff. War ich nicht nur schon lang nicht mehr, da war ich schon ewig lang nicht mehr. Das machen wir auch mal. Gute Idee. Mal sehen, manchmal liegen da auch Lagen. Hat sich alles ein bisschen geändert. Lagen da auch Waffen rum und auch, es gibt auch so eine, oder gab so eine Militärecke da. Habe ich eigentlich Streichhölzer? Ne. Nee, klar, der ganze Körper fühlt sich jetzt wet. Pitchfork, Farming Hoe und Boiler Sack. Naja, alles Mögliche zum für Garten arbeiten. Na okay, jetzt darf der Body auch wet sich fühlen. Jetzt habe ich bis zu den Knien drin gestanden. War vielleicht nicht der geschickteste Weg so. Oh, I'm completely drenched. Das ist natürlich auch wieder Blödsinn. Bis zu den Knien drin, aber die Jacke ist nass. Egal. Nur nicht aufregend. So, da sind wir schon. Hoffentlich haben sie das Schiff jetzt mal überarbeitet. Man ist hier teilweise einfach irgendwo runtergeklatscht. Oh, hier liegt nichts. Gucken wir mal hier lang. Da liegt auch nichts. Das ist ein Stein. Oh, was ist das denn? Ein dunkler Fleck. Auch nicht schlecht. Guckt euch das mal an. Zack. Ah, der Dittelmann kann durch Wände laufen. Da hat dann er sein Bett vor Wut umgeschmissen. Ja, ich sehe, es ist überarbeitet worden. Man hat die Türen rausgebaut. So, was haben wir? Oh, ein Dosenöffner und ein Damaged Shirt. Aber immerhin ein Dosenöffner. Und wir sind nicht die ganze Zeit draußen. Im Regen. Man weiß gar nicht mehr, ob man dem trauen kann, was man sieht, wenn da so schwarze Flecken sind, durch die man durchrennen kann.
guck mal an. Sneakers. Tauschen wir. Meine sind nämlich damp. Jetzt sind die wet. Das sieht natürlich auch richtig beschissen aus jetzt wahrscheinlich. Warte mal. Können wir das sehen? Nee, so nicht. Doch, so von oben. Ha. Sieht wirklich scheiße aus. Ein gelben Helm, rote Schuhe. So, von da sind wir gekommen, ne? So, dann gehen wir, warte mal, da hinten rum geht nicht, ne? Doch, hier oben. Werden alles schön in Ruhe durchsuchen. Nicht. Da geht schon wieder raus. Dann müssten wir eigentlich noch die andere Seite haben. So, was haben wir hier denn? Sieht aus wie Batterien, aber irgendwie kommt man nicht dran. Noch ein paar Räume. Ja, ist natürlich komplett leer alles. Schade, schade. Ich hätte gehofft, dass wir hier außer roten, hässlichen Schuhen ein bisschen was finden. So, jetzt lass mich mal überlegen. Hier haben wir, glaube ich, doch, hier sind auch noch Räume. Da drüben noch ein, aber wirklich absolut nichts zu finden. Könnt ihr ja mal in die sind nur Grafikmarken, in die Kommentare posten, ob ihr hier auf dem Schiff in letzter Zeit, also irgendwann wird man da mal was gefunden haben, habe ich ja selber, aber in letzter Zeit was gefunden habt. So, da noch runter. Und das war jetzt sehr schlau, aber ist nichts passiert. Bringt uns auch nichts. Wir noch runter. Da sind wir einfach nur in diesem riesen Frachtraum. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, weil nicht mehr orientiert, ob wir hier schon waren, aber ich glaube ja. Ja, das müssten wir schon abgegrast haben. Und hier kommen wir wieder raus. Ja, haben wir das Schiff mal schnell untersucht. Genau, hier geht's raus. Und hier sind wir ja auch reingekommen. Und dann nehmen wir hier so eine kleine Abkürzung. Und laufen weiter. Man könnte eigentlich auch über Olcha. Ah, jetzt wird ihm schon kalt. Klar, er hat auch nasse Beine gehabt. Hätte maximal mit nassen Füßen gerechnet, aber das zieht ja wie so ein Docht von dem Fuß hoch bis in die Jacke. So, da ist die Straße wieder und wenn wir auf der bleiben, kommen wir halt zwangsläufig irgendwann an der Küstenstadt vorbei. Bin dann aber am Überlegen, ob ich von dem Airfield Olcha
aus, so, ja, wenn man das so über von hier unten kommt, überläuft, links weiter, sind dann so ein paar Käfer und dann geht es eigentlich auch Richtung Airfield schon wieder von da. Also mal gucken, wie es so läuft. So, soaked, hungry, nichts zu essen. Ah, müssen schon gucken, dass wir irgendwo ankommen. So, was haben wir? 16 Minuten. Guck mal, da rennt ein Zombie rum. Ach, da ist so eine Blockade. Das ist ja schon mal gut. Vielleicht ist da auch ein Zelt. Ja, und ich glaube nämlich, wenn man jetzt hier irgendwo... wenn es nicht sogar hier war. Ich habe mich da früher immer an so einem Mast orientiert. An so einem Sendemast. Den konnte man sehen. Von der Position aus. Aber den gibt es scheinbar nicht mehr. Oder ich sehe ihn einfach nur nicht. Oder stehe an der falschen Stelle. Oder. Es gibt viele, viele Gründe, warum ich den jetzt nicht sehe. So, hier ist aber auch nichts. Nee. Na gut, laufen wir weiter. Da ist auch nichts. Müsste irgendwo so in der Richtung, hoppala, in der Richtung zu sehen sein. Aber wenn wir jetzt hier rumlaufen, macht es dann nachher eine ziemlich starke Linkskurve. Und da ist dann auch schon fast die große Stadt. Aber guck mal an. Hier geht ein Weg rein. An den erinnere ich mich nicht. Was nicht heißt, dass er nicht da war. Könnte in etwa passen, dass das zu diesem Airfield führt. So vom... so gefühlt von der Position her. Gott sei Dank regnet es zumindest jetzt erstmal nicht. Ach, da oben ist wieder dieses... Hier sind wir auch schon gespawnt. Oh, Zombie-Männer. Da werden wir das jetzt hier noch schnell looten. Insofern was zu looten ist. Aber... das sieht nicht so gut aus. Überall hört man die Zombies röcheln. Ja, aber das ist vielleicht gar keine ganz schlechte Ausgangsposition. Das heißt, wir werden uns jetzt hier bequem auf diesen Stuhl setzen, ein bisschen rausglotzen und die Nacht hier verbringen. Und dann sage ich mal, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann und ciao.